Am ersten Drehtag war es schon so, oh Gott, wie wird das, wie schaffe ich das, wie wird das mit Hans, wie wird es mit dem Team? Aber ich als Anna habe meinen Platz in der Gruppe gefunden und dann hat es gepasst. Es gibt so eine positive Konzentration. Also auch die großen Kollegen sozusagen sind unglaublich freundlich, vorbereitet, zugewandt, dass sie im besten Sinne miteinander spielen. Das ist auch ganz was Seltenes, dass man immer an denselben Ort zurückkommt, dass man einfach einen Arbeitsort hat, fast wie im Theater. Man kommt hierher und dann kommt man in diesen Raum rein und denkt sich, oh Gott, diese Enge. Und man spürt das auch, finde ich, beim Drehen, was das für alle bedeutet, die Enge dieses Raums und was muss es für diese Familie bedeutet haben. Ja? Einfach immer zu. Also mir hat es den Atem weggenommen, als ich das erste Mal reingegangen bin. Als ich dann die erste sozusagen Setführung gemacht habe, war das echt wow. Was die Ausstattung angeht, das Haus, die einzelnen Elemente angehen, das ist 1:1 wie das Original Hinterhaus in Amsterdam. Und das sieht man, finde ich, natürlich auch diesem Film an, dass die Ausstattung wirklich exzellent ist. Wir drehen jetzt nicht irgendwo on location, sondern das, was Sie jetzt hier alle sehen, haben wir gebaut. Wir bearbeiten die Oberfläche so, dass das dann wirklich gealtert aussieht. Und eigentlich ist es immer so beim Film, dass es noch ein bisschen übertrieben wird, damit dann eben nachher auf der Kinoleinwand auch was übrig bleibt davon. Das Hinterhaus waren ja 4 Stockwerke übereinander und wir mussten diese Stockwerke flach nebeneinander bauen. Und die Schwierigkeit bestand darin, dass wir da jeden Morgen reingingen in eine Halle und die Kunst von dem ganzen Ding war, das mit Atmosphäre zu befüllen. Die Ausstattung hat fantastische Arbeit geleistet und es ist immer wieder erstaunlich, wenn man dann in ein Set kommt und sagt, aha, so könnte es ausgesehen haben. Schon wirklich beeindruckend, weil es derartig detailgetreu und so ist, als hätten die Leute gerade alles stehen und liegen gelassen und waren gerade noch da. Also Tüten, die man vielleicht noch hätte zumachen können, stehen noch offen da. Das war schon so eindrucksvoll. Wir hatten ein unglaublich starkes Ausstatterteam, die sich über Monate einfach damit beschäftigt haben, das Hinterhaus entstehen zu lassen. Und dabei ging es weniger darum zu sagen, exakt dieser Schlüssel lag in der Fotografie auf diesem Tisch, sondern es ging darum, eine erzählerische Genauigkeit entstehen zu lassen. Das Größte für uns war, diese Geschichte dann mit Amsterdam zu verbinden. Wir mussten eine Glaubwürdigkeit herstellen zwischen dem Studio und Amsterdam. Das haben wir eben auch über die Ausstattung im Übrigen versucht, dem hinzukriegen. Und ich glaube, dass das super klappt. Wir haben uns auch dafür entschieden, was die Maske angeht, unsere Schauspieler sehr pur aussehen zu lassen. Ich finde es auch immer wieder schön, wenn man morgens irgendwie aus seinem Aufenthaltsraum kommt und jeder sieht so von dem anderen die Kostüme und es ist jeden Tag eine neue Überraschung. Oh, das Kleid ist so schön, das hattest du noch nie. Unsere Hauptfrage war eigentlich, wie nah bleiben wir an der Realität? Also, weil Anne Frank kennt ja wirklich jeder, jeder hat schon mal Fotos von ihr gesehen. Und die Frage war, wie eng bleiben wir da dran? Also, behandeln wir das dokumentarisch oder wirklich 1:1 historisch? Und haben uns eigentlich dafür entschlossen, was Eigenes zu schaffen. Die Kostüme sind wunderschön verarbeitet, wunderschöne Stoffe, Farben. Also das ist wirklich, jedes einzelne Teil ist ein Kunstwerk, wenn man so will. Ich liebe diese Kleider. Ich bin gerne darin. Ich habe aber auch schöne Kleider. Die Frau war eben auch elegant. Das ist das Gute. Sehr moderne Frau, die sehr Wert darauf gelegt hat, elegant gekleidet zu sein.
wenn jetzt eine Martina Gedeck, die Edith Frank spielt, dann muss man diese beiden Personen ja auch irgendwie vereinen. Also ich finde, das Wichtigste ist immer, dass es nie verkleidet aussehen darf. Sprich, man muss natürlich gucken, so wie ist der Schauspieler jetzt gemacht, dass das irgendwie gut aussieht. Hier sind wir halt in der Situation, dass wir mit 8 Personen permanent zusammen sind und arbeiten. Das ist ungewöhnlich. Also ich gucke den Kollegen sehr gerne zu, weil es einfach irre ist, wie unterschiedlich das ausgeformt ist. Richtig schön ist das. Also schön, ja, es ist richtig plastisch zu sehen, wie jeder Mensch, jeder Schauspieler, jeder Kollege mit dieser Herausforderung umgeht. Also wir heutzutage können uns das schwer vorstellen, was das bedeutet, so eingeschlossen zu sein über so eine lange Zeit. Es ist mir wirklich sehr schwer gefallen, dass es mir oft nicht einfach ganz klar war, wie die Situation gewesen sein muss oder wie die Situation ist. Ich glaube, was diese Familie auch aufrechterhalten hat, ist die Hoffnung. Dass jeder Tag war ein Tag der Hoffnung nach vorne. Und eigentlich haben sie immer geglaubt, morgen wird es passieren, dass wir befreit werden. Lea von Acken bringt etwas mit, was das, was Anne Frank ausmacht, zum Leuchten bringt. Sie hat wirklich dieses Lebendige und irgendwie Kecke und irgendwie trotzdem wahnsinnig Emotionale. Lea ist ganz toll. Da kann man sich ja, da sitzt man vor der Ausspielung da und denkt, das ist reines Porzellan. Also wenn die sich dann auf einmal anfängt zu bewegen, sieht man, oh Gott, das lebt. Aber sie hat so einen Zauber und spielt so unaufwendig. Sie ist unser Dreh- und Angelpunkt. Das heißt, die Anne spricht direkt in die Kamera. Wir gehen mit ihr mit, wir sind immer bei ihr, wir verlieren sie keine Sekunde aus den Augen. Dieses Mädchen zu spielen war irgendwie noch komisch und ich wollte es gar nicht lesen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Briefe an Anne zu schreiben, so als Annäherung. Ich habe ihr was über mich erzählt und habe ihr Sachen erzählt, wenn irgendwas in der Schule war, wenn mich was geärgert hat. Und dann war das irgendwie so, dass ich okay fand, dann das Tagebuch zu lesen, mich eben wirklich in die Rolle Anne einzufügen. Hans Steinbichler hat eine unglaublich tolle Handschrift. Ich mag seine Filme, ich mag seine Art, wie er mit Schauspielerinnen und Schauspielern arbeitet. Seine Fähigkeit, wirklich das, worum es im Wesentlichen geht, herauszuarbeiten. Also jedem Schauspieler auch Aufgaben zu stellen, sodass man immer was hat, woran man arbeitet. Das macht die Schauspieler lebendig. Was ich toll finde am Hans Steinbichler, das ist, wie er mit den Situationen umgeht, wie er mit den Schauspielern umgeht. Hans versucht es eben möglichst emotional zu machen. Er möchte einfach es sinnlich erfahrbar machen. Und man merkt einfach, dass er sehr dafür brennt. Ist er immer bei der Sache, denkt viel nach und gibt einem dann kurze, klare Anweisungen, die man dann umsetzen kann und muss. Der Hans und die Bella, die Kamerafrau, leiten uns da und beschützen uns auch. Und wir können in aller Konzentration das machen, dass das hilft, dass die Atmosphäre so schön konzentriert ist. Ich habe das Gefühl, wenn ich die Charaktere sehe, und die Schauspieler dazu, das verschmilzt so in einem und das ist so toll zu sehen. Die Gemeinschaft der Schauspieler wurde auch immer mehr zur Gemeinschaft, also zur Schicksalsgemeinschaft. Und eskalierte nicht in Nervosität und Aggression, sondern eher in Resignation, in positive Resignation. Ich bin ganz glücklich in der Zusammenarbeit. Wunderbare Kollegen, jeder von ihnen, also die Mädchen, die ich nicht kannte, aber auch André Jung, Margarete und natürlich Uli Nöten, mit dem ich ja schon viele Filme gemacht habe. Das ist wirklich ein ganz ideales Team. Und dann der Rato Klemmt, der passt auch sehr gut hinein. Also es gibt eigentlich niemanden, der nicht in irgendeiner Form das Ganze als rundes Bild vervollständigt. Jeder Einzelne, das konnte man richtig, die Entwicklungsstufen der einzelnen Schauspieler sehen, ist eingedrungen in seine Rolle und hat sich dort gefunden. Und ich glaube, die werden noch viele Zeit und viele Jahre an diesen Dreh denken, aufgrund der Intensität, die sie selber auch verspürt haben im
Mitwirken aller anderen Kollegen von Ihnen. Es ist wunderbar aufgegangen, jede einzelne Rolle.